Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Pudding Berlin Küchenbasics. Ich zeige euch heute, worauf man achten muss, wenn man weißen Spargel zubereiten möchte, was beim Einkauf zu beachten ist, welches Werkzeug und welche Zutaten man braucht. So, beim Einkauf reibe ich die Spargel aneinander, die müssen quietschen, das heißt, der ist frisch. Aber das Allerwichtigste ist, ich schaue mir erstmal die Schnittenden an. Ist das Schnittende glatt und feucht, so wie hier, dann heißt es, der Spargel ist frisch gestochen. Ist es schon ein bisschen angetrocknet und leicht aufgeplatzt, heißt es, der liegt schon einige Tage, der ist aber noch okay. Wenn es so richtig aufgeplatzt ist, lassen wir den lieber im Regal liegen. Also länger der liegt, verliert er auch an Geschmack und Inhaltsstoffen. Aufbewahrt wird der Spargel im Kühlschrank, abgedeckt mit einem feuchten Küchenhandtuch. So ist er einige Tage haltbar. Ich nehme einfach eine Küchenrolle, eine feuchte geht auch. Als Werkzeug brauche ich einen Sparschäler zum Schälen, ein kleines Messer für die Enden, dann eine Schaumkelle, einen großen Topf mit Wasser, kein Spargeltopf, den spare ich mir, da knicken mir die Spargel beim Kochen nur ab. An Zutaten habe ich Salz, Rohrzucker, eine halbe unbehandelte Bio-Zitrone, zum Anrichten Butter und Schnittlauch. So, es geht los mit dem Schälen. Ich lege den Spargel auf den Arm, damit er nicht bricht, und ich schäle mit dem Sparschäler von oben, von knapp unterhalb der Spitze, wirklich bis zur Schnittfläche, bis über die Schnittfläche hinaus. Ich halte den Spargel hier vorne fest und drehe ihn beim Schälen immer weiter. Wichtig ist wirklich einfach, dass man den Sparschäler durchzieht, von oben bis ganz unten über die Schnittfläche hinaus. Außerdem leicht überlappend schälen, damit man wirklich auch alle harten Fasern der Schale entfernt. So, wenn der Spargel frisch geschält ist, sieht man erstmal, wie viel Wasser der enthält. Hier hat man einen schönen feuchten Glanz. Die Enden einfach abbrechen oder abschneiden. So, jetzt habe ich hier eine schöne Portion. Ich rechne pro Nase mit ca. 500 Gramm als vollwertige Mahlzeit. Die Schalen schmeiße ich nicht weg, die kommen später ins Kochwasser und werden nochmal kurz ausgekocht. Ebenso die Enden. So habe ich eine schöne Grundlage für Suppen und Soßen. Ich habe hier einen Topf mit 2 Liter Wasser, ich gebe einen guten Esslöffel Salz und ebenso viel Zucker rein oder eben Agavendicksaft zum Beispiel, wenn ich auf Zucker verzichten möchte. Eine halbe Bio-Zitrone, die wird ausgepresst und wird dann komplett mit reingeschmissen. Zucker und Zitrone verwende ich, da der Spargel immer leicht bitter ist und die Säure und die Süße, die verdecken eben das Bittere. So, die Spargel kommen in den Topf und werden gekocht. Ich lasse die ungefähr 10 Minuten kochen, wenn ich einen knackigen Salat machen möchte. Und wenn ich die als Tellergericht so im Ganzen als Stangenspargel serviere, dann lasse ich die ungefähr 12 bis 15 Minuten im Topf. So, um zu testen, ob die gar sind, steche ich einfach nochmal mit einem kleinen Messer rein. Okay, jetzt kann ich sie rausnehmen, direkt auf den Teller. Eine kleine Flocke Butter drauf, ein bisschen Schnittlauch, frisch geschnitten in feine Ringe und eventuell, wenn man möchte, noch ein bisschen grobes Salz, ein bisschen Fleur de Sel zum Beispiel. So, jetzt probiere ich mal. Also für mich ist das ja das perfekte Gericht, mehr muss da gar nicht dazu. Viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und bis bald.